Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen little pearly pup, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Also, dann starten wir in den heutigen Abend sehr gespannt in die neue Shirin David Single namens Lächel doch mal. Lächel doch einfach mal. Ein sehr schöner, aufbauender Titel, ein sehr interessantes Thumbnail mit einer sehr extravaganten und sehr interessanten Frisur von der Frau David hier, die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich habe keine Ahnung, trägt man das heutzutage so? Wahrscheinlich habt ihr da mehr Plan von Fashion und was heutzutage in ist als ich so, deswegen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann euch anhand dieses Beispiels erklären, warum für mich persönlich Shirin David rap-technisch um Welten besser ist wie eine Katja. Weil viele, die diese Reaktion jetzt von mir schauen, haben wahrscheinlich vor 2 Wochen oder 3 Wochen oder sowas meine Reaktion auch zu dem Song Frauen von Katja reingezogen. So. Und da habe ich ordentlich was vom Stapel gelassen. Ich stehe hinter jedem Wort, was ich da gesagt habe. Also ich nehme da nichts zurück. Aber da kam auch immer wieder die Frage, hey, aber du feierst doch auch hier und da ein bisschen mehr Shirin David und so weiter. Warum feierst du denn Katja nicht? Und ich verstehe nicht, warum Leute ernsthaft eine Shirin David rap-technisch mit einer Katja gleichsetzen. Das machen tatsächlich Leute. Leute sagen sogar, Katja ist rap-technisch krasser als Shirin David. Okay, also, ja, ist okay. Was ich meine, jedem das seine. Jeder darf das so sehen, wie er möchte. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich finde, die sind Lichtjahre auseinander. 3,5 Minuten, liken, support, das come out, produziert ist der Bums. Von Studio 1140. 11.40 Uhr, keine Ahnung, noch nie gehört. Könnte sehr interessant werden. Hoffe, du wirst bei dem Video nicht wieder so abgelenkt. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich bin eigentlich immer voll konzentriert bei der Sache. Vor allem bei einer Shirin David. Ich habe meine Augen in dem Fall nur auf dem Wesentlichen. Merkt euch das. Lächel doch mal. Von Shirin David, 3,5 Minuten Abfahrt. Genug von deinem Alten, dann wird es Zeit für einen neuen. Das ist doch mal ein Werbeslogan. Holy shit. Das hat für mich irgendwie extrem Bob-Vibes. Bob, der Song von The Baby. Der ein oder andere hat den wahrscheinlich schon gehört. Oder der ist schon ultra alt, also 1-2 Jahre auf jeden Fall. Das Video startete irgendwie genauso, dass quasi so eine Kamerafahrt durch verschiedene Gänge geführt wurde und dann sich irgendwo auf einer großen Straße gesammelt hat und dann haben die dort alle getanzt und so weiter und so fort. Das Video war, by the way, da auch sehr interessant. Das erinnert mich unglaublich krass an Bob von The Baby irgendwie. Jetzt warte mal, aber ganz kurz, ne? Entweder trippe ich gerade schon wieder, aber das ist doch safe nicht in Deutschland gedreht so. Weil ich habe am Anfang gedacht, es wurde safe irgendwo in Deutschland gedreht. In Deutschland gibt es auch die eine oder andere Ecke, die so aussieht bestimmt. Ich meine, das könnte immer noch Deutschland sein. Ich meine, dieses Keep-Distance-Schild kriegt man bestimmt irgendwo her. For Rent kriegt man irgendwo her. Selbst dieses NYPD-Auto würde man wahrscheinlich irgendwo herbekommen. Mit den Connections, die Shirin David hat, würde man es auf jeden Fall hinbekommen. Aber diese Ampel und so weiter, also entweder wurde sich da unglaublich krass viel Mühe gegeben, um das so aussehen zu lassen, als ob das irgendwo in den Staaten drüben gedreht wurde. Oder es wurde sich wirklich die Mühe gemacht und es wurde darüber geflogen. Das Video wurde da gedreht und dann wurde wieder zurückgeflogen. Das ist die wesentlich einfachere Möglichkeit in dem Fall. Ich tendiere zur zweiten. Boah, Digga, wurde da hinten so ein Ding aufgebaut mit dem Lächelt doch mal Slogan drauf? Das ist doch safe nicht hier gedreht, oder? Also ich habe auch diese Cones hier noch nie gesehen. Klar könnte man immer argumentieren, ja, wenn man das wirklich drauf anlegt, kriegt man das irgendwo bei eBay her oder ein Sammler oder sowas, leiht das Ding aus. Da kann man immer argumentieren. Aber ich glaube, safe, das wurde da drüben gedreht. Merkt euch meine Worte vom Anfang. Ich habe meine Augen nur auf dem Wesentlichen. Ich gucke gerade nur, wie der Mann links hier aus dem Bild flüchtet mit der Zeitung unterm Arm und wie der Mann hier gerade ganz schockiert auf irgendwas schaut. Ich weiß nicht, warum der Mann hier gerade im Moment so schockiert schaut. Kann ich euch nicht sagen. Man hat vielleicht so eine Vermutung. Wer weiß. Hoppa, mit Choreo oder was? Holy shit. Ja. Oh! Mein Fehler, es ist gar nicht von Studio, also es ist schon von Studio 1140 produziert, aber ich denke mal, das geht ums Video, ne? Logischerweise. Aber Stegall!
hat das Ding produziert. Geil. Stickel auch immer wieder ein Produzent, den man nicht wirklich oft hört. Aber wenn Stickel irgendwo seine Finger mit drin hat, dann wird es sehr, sehr oft, sehr, sehr schnell ein Hit. Ich erinnere euch an Hauseingang, an Sommergewitter, auch gerade die Sachen von Paschanim und so weiter. Ein, zwei Sachen von Apache auch. Also ich meine, wenn Stickel da irgendwo auftaucht mit dem Namen Stickel so, könnt ihr euch fast sicher sein, dass das Ding irgendwo beattechnisch ordentlich klatscht, ohne Witz. Breite Brust, markantes Kind, doch ich nehme ihn nur ernst, ist er fuckable. Er soll sich nicht... Okay, ganz kurz. Wir haben jetzt so ein paar Takte gehört, nicht mal wirklich viel. Und ihr wollt mir jetzt noch sagen, dass Katja irgendwie raptechnisch ihr das... Wasser erreichen kann, dass Katja vielleicht raptechnisch sogar krasser als sie ist. Ich möchte die beiden überhaupt nicht vergleichen, so überhaupt gar nicht, ne? Das möchten die beiden wahrscheinlich auch nicht. Ich greife das Thema nur gerade auf, weil unter meiner letzten Katja-Reaktion sich Kommentare über Kommentare gesammelt haben. Ja, aber du feierst doch eine Shirin David und so weiter und so fort, die ist doch gar nicht so krass wie Katja. Eine Shirin David ist um Längen krasser als eine Katja. Was sie noch dazu viel sympathischer macht, ist, sie haut nicht zu jedem Song irgendeinen Bundle auf Krampf raus, damit der Song irgendwie noch gerade so auf Platz 2 chartet. Zum Glück ist diese Katja-Single nicht auf 1 gegangen, weil dann wäre was los gewesen. Zum Glück ist Udo Lindenberg mit Apache, Komet wieder auf die 1 gegangen, ohne Witz. Aber guck mal, wie sie reinkommt, wie sie rappt, ihre Attitude direkt wieder böse, auch Betonung und so weiter. Richtig, richtig böse. Breite Brust, markantes Kinn. Guck mal, wie sie das betont. Breite Brust, markantes Kinn. Soll sich nicht anstellen, weil ich übergriffig touchy bin. Ich glaube, wenige Leute hätten jetzt auf dieser Welt was dagegen, wenn sie übermäßig touchy ist, um Gottes Willen so, ne? Text ist auf jeden Fall interessant, sag ich so, wie es ist. Aber lächel doch mal, mein Freund. Ich will dich doch nur lächeln sehen. Lächel doch mal ein bisschen. Sie geht auch mit dem Beat so Hand in Hand, ohne Witz. Also gerade auch, wie sie die Sachen betont, wie sie das Ding rappt. Bis jetzt die ersten Takte unglaublich zackig drauf. Ich bin sehr drauf gespannt, was im Refrain passiert. Ich übergriffig, touchy bin. Guck nicht so böse, mein Süßer. Ich möchte dich lachen sehen. Guck mal hier. Guck nicht so böse, mein Süßer, Digga. Das ist so... Guck mal, ich höre Shirin David privat überhaupt gar nicht. Ich höre eine Katja nicht. Ich höre generell wirklich wenig Female Artists privat. Vielleicht eine Kitana oder eine DP oder so weiter, die kennen wahrscheinlich viele nicht so, aber sonst höre ich Shirin David auch so gar nicht privat, ich muss da auch ganz ehrlich sein so, ne, aber wie sie hier ans Mic geht, wie sie das Ding so rappt, Schmackofatz, sag ich so, wie es ist. Ach, du bist doch nicht vergeben, dann kannst du ja mit mir reden. Guck mal hier, Digga, das ist strong, das ist richtig, richtig gut, ohne Witz. Ach, du bist nicht vergeben, dann kannst du ja mit mir reden, oder Digga, auch wie sie da so sich rumschlängelt, das ist echt gut. Ach, du bist doch nicht vergeben, dann kannst du ja mit mir reden. Dann kannst du ja mit mir reden, wisst ihr, was ich meine? Und natürlich sitzt Lars mit ihr im Studio. Natürlich sitzt Lars auch beim Recording-Prozess neben ihr oder sagt ihr immer wieder ein paar Sachen in die Booth. Hey, das betonst du so und so, das betonst du so und so. Und natürlich gehen die da Hand in Hand mit. Aber so ist es mir viel lieber, wie wenn da irgendwie was Halbherziges wie bei einer Katja hingeschissen wird und sich einfach mit zufrieden gegeben wird, wisst ihr, was ich meine? Du gehst dann da mit einem Lars ins Studio. Lars sagt dir, hey, betont es so, rappt es so und macht es so, das ist cool. Und das ist ja nicht nur das. Shirin David muss dann auch in der Lage sein, das von Lars anzunehmen und das auch so umzusetzen. Das können auch nicht alle so und auch nicht viele vor allem. Hier kommen auch immer wieder Leute zum Aufnehmen so und die meisten haben ihren Text schon dabei, aber da auch immer wieder, wenn ich sage, hey, mach das mal so und so oder versuch mal die Stelle anders zu betonen, dann tun sich extrem viele Leute schon schwer, einfach weil sie es da auch nicht können oder sowas oder nicht anders gewohnt sind. Wisst ihr, ich meine, Vorschläge anzunehmen ist unglaublich wichtig dort, ohne Witz. Bad Bitch mit Aggressionsproblemen, tja, so bin ich eben. Bist du... Okay, guck mal, diese Betonung hier, so dieses Bad Bitch mit Aggressionsproblem. Ja, so bin ich eben. Auch ihre Adlibs sind manchmal auch ultra hoch so, aber dieses, ja, so bin ich eben. So, wisst ihr, ich meine, das ist so eine Betonung. Also sie setzt schon viel Wert auf Betonung so und die meisten Betonungen gefallen mir auch irgendwo mehr oder weniger. Aber es gibt so manche Stellen, da ist so ein Ticken zu viel vielleicht, finde ich. Bad Bitch mit Aggressionsproblemen. Tja, so bin ich eben. Guck mal, tja, so bin ich eben. Auch dieses bin ich eben. Wisst ihr, ich meine, das ist so vielleicht so ein Ticken zu hoch rausgedrückt. So, keine Ahnung. Tja, so bin ich eben oder sowas. Wenn sie das ganz normal quasi, ja, so gerappt hätte bis zum Ende, wie die Zeilen davor, wäre es vielleicht krasser gekommen. Vor allem, weil danach auch gleich ein Adlib kommt irgendwie. Bad Bitch mit Aggressionsproblemen. Tja, so bin ich eben. Also, ey, das ist voll cringe, wenn ich das nachmache, oder? Also, wenn ich die Adlibs nachmache, ich mache gerne Adlibs nach. Skrpau, oder los geht's, oder sowas, ne? Ich mache gerne Adlibs nach, sag ich so, wie es ist. Aber so Adlibs sind so ein bisschen, ich weiß nicht, Digga, soll ich so Adlibs nachmachen oder nicht? Dieses, so ganz, ganz hoch, ich komme nicht mal so hoch wie sie. Merkst du, wie ich Respekt verliere? Ich sexualisiere das Objekt in dir, boy. Von den ersten Zeilen können wir auf jeden Fall sagen, die
nette Dame, Shirin David, mag auf jeden Fall jemand, der ihr so vielleicht so ein bisschen Gegenwind gibt. Bist du zu nett zu mir? Verliere ich Interesse oder sowas, ne? Sexualisiere das Objekt in dir, boy. Weißt was für... Ach, guck mal, diese Ad. Ich weiß, ich stopp viel so, aber ich muss ja auch irgendwo meinen Punkt untermalen, weswegen eine Shirin David um Längen besser ist wie eine Katja, so, wie soll ich meinen? Auch diese Adlib-Betonung hier. Boy, wie soll ich meinen? Dass es keine Grenze gibt, bist du nicht schlau? Egal, weil ein dummer Junge besser für... Also, wenn es keine Grenzen gibt, boy, weiß ich jetzt nicht. Sag ich so, wie es ist. Klar sind Grenzen da, um sie zu brechen vielleicht so, aber irgendwo soll es vielleicht schon irgendwo so eine Grenze geben so. Aber so wie sie sagt, dumm, fick, in dem Fall vielleicht besser. Wer weiß, kann ich natürlich nicht. Chat, ich führe hier ein mönchartiges Leben. Ich habe meine Augen nur auf dem Wesentlichen. Ich habe meine Augen hier gerade auf der wunderschönen Deko, auf der wunderschönen Lampendeko an der Wand hier im Hintergrund. Auch diese Wandfarbe, super schön, passt unglaublich gut zum Gesamtbild. Ich lebe hier ein mönchartiges Leben. Ich weiß nicht, ob dumm besser fickt als schlau, keine Ahnung, um Gottes Willen. Wenn er nicht gibt, du Hundesohn, mach man nicht auf teuer. Auch diese Betonung hier, warte mal ganz kurz. Plus, Babsi ist am Steuer. Ich komme so gar nicht so hoch, ne? Dieses Babsi ist, Digga, das ist so, als hört sich fast an wie ein Voice Crack. Also bei ihr nicht, aber bei mir hört sich todes an wie ein Voice Crack. Es ist kein Voice Crack, okay? Babsi ist am Steuer oder sowas, Digga, wie sie das betont. Man muss ihr auch lassen, sie performt das Ding 1A. Natürlich ist auch Shirin David jemand, die kann man sehr gut vermarkten irgendwie. Das weiß sie, das weiß ihr Manager, das weiß ihr Management, das weiß ihr Label so. Und sie setzt es selber auch sehr, sehr gut um. Wisst ihr, ich meine? Lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen, ey, lächel doch mal, ey. Ey, wann hatten wir letztes Mal so eine Choreo? Also ich bin jetzt nicht der ganz große Fan, also für mich muss nicht unbedingt immer eine Choreo dabei sein. So, ich lege eigentlich relativ wenig Wert aufs Video. Außer vielleicht bei Shirin David, weil manchmal die Videos relativ interessant sind. Aber sonst lege ich nicht viel Wert aufs Video. Aber so choreomäßig kommt es immer relativ nice. Auch dieses ey als Schlagwort im Refrain, ganz cool. Ey, lächel doch mal, ey, stell dich nicht... Haha. Du Schlingel. Chat, ich weiß nicht, was ihr meint. Ich wiederhole mich hier nochmal. Ich führe hier ein mönchartiges Leben. Ich habe meine Augen nur auf dem Wesentlichen. Komm mal wieder runter. Gehst du wie eine Schlampe raus, musst du dich nicht wundern. Okay, manche, ich kann selber nicht tanzen, deswegen darf ich mir eigentlich gar kein Urteil über diese Tanzmoves erlauben, so, ne? Aber manche Tanzmoves sind schon so ein bisschen cringe, oder? Also ich weiß nicht, dieses komm mal runter und sowas, es ist so, keine Ahnung. Ich finde, wenn man nicht tanzen kann, kommt es ultra schnell übel cringe rüber. Sie können alle tanzen, ich kann überhaupt gar nicht tanzen, deswegen erlaube ich mir eigentlich kein Urteil. Aber irgendwie kommen so manche bisschen cringe rüber, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ey, lächel doch mal, ey. Okay, guck mal, das geht schon ab. Dieses ey, ey, dieses Schlagwort immer wieder ey. Und vor allem, weil es auch breiter gemischt ist. Also wir haben normal ihre Lead-Vocal relativ fest in der Mitte, so was ganz Normales. Sobald es aber in unsere Frage geht, in dem wir uns gerade befinden, gerade dieses ey, dieses Schlagwort, wird unglaublich breit gezogen, links, rechts. Super schön finde ich das. Hoppa, was ist jetzt los? Holy shit. Das nächste Mal mach bitte die Klemmen darum. Oder lass sie weg, wenn das Gewicht zu schwer für dich ist, damit du im Notfall quasi das Gewicht zu ablassen kannst. Seht ihr, auf was für Details ich hier in dem Video achte? Wisst ihr, was ich meine? Wäre ich vor Ort am Set gewesen, hätte ich gesagt, ah, mach diese Sicherheitsklammern drauf, mein Freund. Schau nicht böse, lach doch mal. Was für höfliche Distanz. Meine Hand ist an dem Arsch. Wow, wow, wow. Wir gehen vielleicht noch vor und zurück. Also ich weiß nicht ganz genau. Es gibt so ein paar Szenen immer wieder, da kann ich mich nicht so allzu gut konzentrieren. Einfach weil die Szene vielleicht mich gerade so ein bisschen überfordert. Wie ist den Bruder gerade hier überfordert? Man sieht an seinem aufgesetzten Lächeln so ein bisschen, dass die Präsenz der Shirin David ihn vielleicht etwas überfordert. Eventuell, was ich voll nachvollziehen kann. So, keine Ahnung. Aber der Song heißt doch auch Lächel doch mal. Also wir lächeln einfach mal ein bisschen. Und dann wird jede Situation ein bisschen entspannter hoffentlich. Hat er Nein gesagt? Ja, auch nein bedeutet manchmal ja. Nein bedeutet manchmal ja. Das sage ich das nächste Mal auch zu meinem Dozenten in der Uni, wenn er meine Abgabe haben möchte. Und ich sage einfach, habe ich noch nicht. Kann ich noch eine Woche länger haben? Und er sagt nein. Dann sage ich auch, nein heißt manchmal ja. Hat mir Shirin David erklärt. Wir merken uns fürs Leben eine Weisheit von Shirin David. Nein heißt manchmal ja. Mach ihn zu meinem Gameboy oder zu meinem Playboy. Guck mal hier, Game, gut,
Game Boy auf Playboy ist nicht der weltbewegendste Reim, aber so wie sie es betont, kommt das schon wieder geil rüber. Und es ist ein gutes Beispiel daran, dass man nicht immer diesen unglaublich krass kopfzerbrechenden Reim auf einmal erwarten muss oder haben muss oder sowas, wo du denkst an den, am Ende der Zeile, Digga, wie ist er oder sie auf diesen Reim jetzt gekommen, wisst ihr, was ich meine? Sondern Game Boy auf Playboy ist wirklich nichts Weltbewegendes, aber die Betonung macht es unglaublich stark. Wenn's Probleme gibt, klären wir das später mit Game Boy. Auch gut. Und wenn es Probleme gibt, klären wir das später mit Geldboy. Auch dieses Boy am Ende noch eigentlich ganz cool, ohne Witz. Dazu mein Playboy, wenn's Problem. Chat, das ist ein Astralkörper, holy shit. Die stehen alle in der Blüte ihres Lebens. Guckt euch mal an, einer schöner als der andere, sag ich so, wie es ist. Gib ihm meine Kostprobe seiner toxischen Medizin, wie er mir, so ich ihm. Starten wir jetzt eigentlich schon wieder mit einer Shirin David Promophase? Anderes Thema ganz kurz. Leute glauben immer noch, dass Katja jetzt irgendwo... Shirin David kommt generell mir viel sympathischer rüber, einfach weil sie auch die DSDS-Anfrage damals direkt von Dieter Bohlen abgelehnt hat. Katja hat sich gedacht, vielleicht nehmen wir das noch so ein bisschen mit, bisschen Geld, bisschen im Fernsehen rumtanzen so, ne, paar Leute rausschmeißen, paar Leute weiterlassen so. Katja hat sich gedacht, nehmen wir das vielleicht mit und schießen danach gegen Dieter Bohlen so ein bisschen und machen den dann komplett fertig, wisst ihr, was ich meine? Shirin David verkauft keine Bundles zu ihren Singles und versucht nicht auf Krampf dadurch irgendwie eine Chartplatzierung zu erreichen. Sie rappt es 10-mal besser als eine Katja. Also man kann Katja mit einer Shirin David in keinster Weise irgendwie vergleichen. Dazwischen liegen meiner Meinung nach wirklich Welten, Universen liegen dazwischen zwischen den beiden. Ohne Witz. Doch erlaubt sein. 9 von 10 Männern ziehen gerade jetzt den Bauch rein. Jeder ist schön, wie er ist. Hat mir jemand mal gesagt. Du bist schön, so wie du bist. Um Gottes Willen. Ich zieh doch nicht meinen Bauch rein. Niemals. Ach was. Ey, lächle doch mal. Ey. Sexy, ja, ey. Also wir haben auch, wir gehen so ein bisschen, also mit der Szene, in der Szene kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren, so, weil wir wissen ja, wie schon gesagt, ich lebe ein mönchartiges Leben. Ich achte nur auf die relevanten Dinge des Videos. Gerade der Refrain, dieses, ey, lächel doch mal, ey, ba 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 ba, das geht brutal ins Ohr, sag ich so, wie es ist. Ey, lächel doch mal, ey, ey, sexy, ja, ey, lächel. Unglaublich plumpe Hook, aber geht ins Ohr. Lächel doch mal, ey. Was der Boy hier auch an der Spülmaschine sucht, weiß ich nicht ganz genau. Das ist eine Waschmaschine, glaube ich, oder? Keine Spülmaschine. Ach, ich kenne doch den Unterschied zwischen Waschmaschine und Spülmaschine. Mein Gott, das ist eine Waschmaschine. Da tut man oben Tabs rein, oben ein bisschen Pulver und gut ist. Ey, lächel doch mal. Ey. Auch dieses ey, ey, Digga, das ist so eine plumpe Hook eigentlich, aber geht halt durch diese Plumpheit fast schon so gut ins Ohr. Wisst ihr, ich meine? Okay, wir sind am Ende von Shirin David, lächel doch mal. Ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt gut genug erklärt, dass ich Shirin David und Welten besser wie Katja finde. Dabei bleibe ich auch. Ich hoffe, es wird immer so bleiben. Also es kann gar nicht anders werden. So gut kann Katja nie werden, dass ich da irgendwie eine Parallele ziehen könnte. Wisst ihr, ich meine? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wehe, jemand schreibt, Katja ist besser als Shirin David. Dann rascht die hier komplett aus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.